Okay. Wo sind denn die lustigen Menschen noch? Das entsprach nicht ganz meiner Planung, aber sagen wir, es war okay. Ziemlich nett. So. Der kriegt auch gleich noch einen, wenn der wieder dort hoch runterhüpft. Jetzt habe ich versehentlicherweise geschossen. Wenn wir nicht aufpassen, bringen uns die letzten beiden noch um. Wir sind doch auch ein Irrer. Wir feuern nicht nur so. So, Versuch Nummer 25.000 hat endlich mal geklappt. Schön. Ich bin stolz auf uns. So. Dann hacken wir uns doch einfach mal da hinein. Okay, weiter zum nächsten Kasten. So. Also diese Aufgaben hier, die sind dann. Ich hab ihn! Warte. Das ist doch Kacke, Mann! Wir werden hier draußen gefickt! Warte. Brauch ich etwas Verstärkung? Brauchst du nicht? So eine Riesenscheiße! So will ich nicht abkratzen! Schieb deinen Arsch in Deckung! Komm raus. Wo kommen die jetzt her? Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Okay, ich bleib erstmal bei meinem bei meiner Schrotflinte. Wollte ich sagen. Okay, natürlich sind gerade dort aus unerfindlichen Gründen wieder. Oh. Da habe ich schon. Oh, aber. Wer tot ist, kann zumindest keine Versteigerung mehr rufen. Wollte ich gerade sagen, doch dann war der zweite auch tot. So, den nächsten Kasten. Auch genannt Kasten Nummer 2. Och nö. Rot fliehen die. Da stimmt was nicht, Kumpel.
Okay, eine Runde snipern bitte. So. Das stimmt was nicht, Kumpel. Echt? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Doch, Mann. Jetzt kann ich nichts mehr retten, du Nutte. Keine Chance. Mach eine Granate fertig. Spreng die Grütze aus ihm raus. Mhm. Wie soll ich also anstrengen, ne? Das ist okay. Na, komm doch nur mal raus, ihr kleinen Wichser, ey. Ja, streng dich doch mal an und schwing dich mal hier raus, bitte. Danke. Da, da! Aha. Jetzt kann ich nichts mehr retten, du Nutte. Mächtig ein! Wenn ich du wäre, würde ich mir ein besseres Versteck suchen. Wenn ich du wäre, würde ich schon mal auf mich zukommen. Er war genau da. Okay, und jetzt führt er auch noch Selbstgespräche. Gluck, gluck, weg war er. So. Ja. Arme. Nein, nein. Okay, wir sollen irgendwas erreichen. Abgefangenes Audiologe. Ja, verpiss dich, ich nehme auf. Alles klar, los geht's. Mein Vermächtnis. Irex Vermächtnis. Respekt. Die scheiß Mumie und sein Schlägertrupp sind das alte Chicago. Er lebt immer noch in den wilden 20ern, der Typ. Ich hab ein paar Deals mit dem alten Sack am Laufen, aber ich vertraue ihm nicht. Und er mir nicht. Fuck. Immerhin sprechen wir dieselbe Sprache. So, das sollten wir erreichen. Eine prekäre Situation, würde ich das mal nennen. Deutsche Wandern, leicht verliert was! Pass mal auf, den Wichser ran ich hart. Ich versuche ihn zu rammen! Ups, ich glaube, wir haben hier ziemliches Chaos ausgelöst, wie immer. So, na, wann können wir euch denn mal neutralisieren? Als ich zu fest kommt, bei den Weg, dann machen wir Platz! Okay. Wie auch immer wir das gemacht haben, aber wir haben es gut gemacht. So. Das sollte reichen. Ja, wir sind verbunden.
Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke für alles. Du warst eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein, ein paar Antworten finden und meine Schwester retten. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Okay, die hört sich jetzt komisch an. Kann es sein, dass sie was mit Linas Tod zu tun hat? Ich weiß es nicht. Es kam auf jeden Fall komisch vor. Na, wo ist denn das? Da ist es. Skillpunkt. 4 Skillpunkte. Was hätten wir hier? Hier können wir Transformatoren. Aber wir können auch Nagelsperre. Helikopter müssen wir eher selten abschalten. Aber Nagelsperren wären schon nicht ganz schlecht. Hergestelltes Fokus. Ja, das ist doch mal nicht ganz schlecht. Okay. Weiter. Oh, schon wieder ein Anruf. Tobias. Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Hör zu. Ich hab da was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Oh Gott. Okay, wir können jetzt Waffenhandel machen. Machen wir aber nicht. Apropos Waffen, haben wir hier irgendwo mal ein Waffengeschäft in der Nähe, weil ich würde gerne mal unsere Munition wieder ein bisschen... Können wir da mal hin? Ja. Fahren wir erstmal kurz dahin. Weil dann können wir uns erstmal wieder für die nächsten lustigen... nicht enden wollenden Missionen vorbereiten. So, weiter geht's. Ja, wir sehen ganz schön ramponiert aus, aber wer tut das nicht? Ja, hier haben wir wieder eine gemütliche Fahrt durch Chicago. Und wir sind ja auch gleich da. Naja. Diese Rumgefahr könnte man durch, zumindest durch plötzliche
Teleportation beheben, aber... Notrufzentrale, was ist der Grund Ihres Anrufs? Bitte, wir brauchen Hilfe. Hier wird's langsam ungemütlich. LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Hey, langsam! Nein. An alle Einheiten, CTOS-Scan erfolgreich. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Nicht verhaften konnte. Nach neuesten Umfragen halten ihn die Menschen für eine genauso große Gefahr wie das organisierte Verbrechen. Wir halten sie auf dem Boden. Oh, Himmel! Was? An alle Einheiten. Lass es doch verlassen! Die mich uns unterwegs. Oh, wir haben einen Helikopter am Hals, yay. Was soll das? Verdächtigen! Nein, das stimmt was nicht! Du machst dir selber nicht das Leben schwer! Vorrücken! Über die Seite aus der Schusslinie! Wenn Flucht, dann stilvoll. Hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort an! In den Polizeiwagen vor der Polizei flüchten. Hier spricht die Polizei. Fahren Sie sofort ran. Oh, die Autos gehen aber ziemlich gut von der Polizei. Nächstes Mal klaue ich mir auch wieder eins. So. Wir das überhaupt? Das macht keinen Sinn. Langsam geht's mir auf den Sack, aber egal. Halten Sie Ihr Fahrzeug an und ergeben Sie sich. Ich wollte nicht nämlich neutral. Okay. Hey, darf ich den Mistkerl platt machen? Nein, darfst du nicht. Okay, der eine fährt da erstmal dran vorbei. Halten Sie Ihr Fahrzeug an und ergeben Sie sich. Hey, sofort! Halten Sie sofort an. Er hat ihn ausgefahren. Leitstelle, hier ist gerade was los. Hier spricht die Polizei. Fahren Sie sofort ran. Mhm. Sofort Verstärkung! Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Dazu, Leute, ich ramme ihn, bleib dran! Hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort an! Bleiben Sie, wo Sie sind! Wir haben ihn! Ah! Hilfe. Ich hab Probleme! Ja, das hast du. Geben Sie
auf und fahren Sie sofort ran. Richtige Straße verlassen, wir sind dran. Achtung! Okay, ich lass mich töten. Bringt ja eh nix. So, und ich wollte ja eigentlich noch gerne mal im Waffengeschäft einkaufen gehen. Hehe. So. Da. So, komm her, Auto, dankeschön. Einmal mitten auf der Straße umkehren. Ohne dabei irgendetwas kaputt zu machen. Und vielleicht sogar noch ziemlich ordentlich zu fahren, im Gegensatz zu den vorherigen Malen. Aber das habe ich auch noch nicht erlebt, dass hier mal jemand wegen so einem Verkehrszeug hier die Polizei ruft, aber egal. Verletzt, der mir gerade auf die Motorhaube geklebt hat. Das kann ich ja selber gar nicht glauben. So. Na, komm rein. So. Hätte ich gesagt, ich bin heute ziemlich ordentlich gefahren. Ich meinte natürlich, hätte ich Lust, könnte ich versuchen, ordentlich zu fahren. Okay. Schön, dich zu sehen. Hey, unsere Munition ist voll, okay. Ich bin ja begeistert. Hopp, kaufen, danke. Hey, alles voll, schön. Schön. Guten Granatwerfer hat uns gerade noch gefehlt. Hopp, hopp. Einmal umkehren und dann ein bisschen aufräumen in der Fußgängerzone. Oh, dass nicht ein bisschen mehr Zeug kaputt gehen kann. Naja. So. Ich wollte eigentlich jetzt mal versuchen, Chaos zu vermeiden, aber ich versuche es gar nicht erst. Klappt ja eh nicht. Auf der Gegenfahrbahn fahren macht viel mehr Spaß. So, Bewegung! Ich verschwinde mal lieber. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Das ist nicht koscher, ihr müsst sofort hier rauskommen. Könnten Sie das wiederholen? Hallo?
das war es mir dann in diesem Sinne schon wert. Abgesehen davon, dass wir uns die Jamcoms ja eh herstellen könnten. Nein, 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 zurück, 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 zurück. Hierhin. So. Mal einen Tag ohne Chaos anrichten, das wäre doch was Schönes. Zum Glück kommt das Let's Play eigentlich nur regulär alle zwei Tage. Sonst werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen verwirrt sein, immer jeden Tag mit diesem Chaos hier. Ich steig aus. Omas Bulldogge, aha. So, liebe Freunde, aber bevor wir mit Omas Bulldogge Gassi gehen, würde ich mich gerne von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Daumen hoch, Abo oder und oder Kommentar. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag oder Nacht, je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr das anguckt. Und mir bleibt nur zu sagen, macht's nicht gut, sondern macht's besser. Ciao.